Hey Leute, das ist Outpost Cologne TV und wir machen hier das Interview mit Team Bubble Tea. Ich habe angefangen durch meinen Bruder, der hat mich nämlich überredet, das Spiel anzufangen. Und dann habe ich mir das Straßenkrieger Structure Deck gekauft und eben noch ein paar Booster. Und wir haben uns zusammen Decks gebaut und uns eben duelliert. Dann kamen wir eben auf die Idee, einen YouTube-Kanal zu gründen. Und dadurch haben wir im Prinzip so eine Art Dokumentation von unserer Entwicklung. Wir starten also mit Naturia-Decks und Dragunities, irgendwas Kreatives. Und gehen dann weiter Richtung Meta und Richtung ja, Professional-YouTuber und eben professionellen Decks. Weitergespielt habe ich eigentlich auch nur, weil viele Leute aus unserer Schule auch Yu-Gi-Oh! Gespielt haben und wir dann eben uns gegenseitig geholfen haben beim Deckbau. Es gab auch damals noch einen Laden ganz in unserer Nähe und da haben wir uns eben halt getroffen und gespielt. Damals hieß der Kanal übrigens noch Yu-Gi Awesome TV und nach 2 oder 3 Jahren Pause, die wir dann eingerichtet haben, haben wir dann gemerkt, dass die alten Videos ja noch ziemlich viele Aufrufe bekommen haben über die Pause. Und dass der Content schon scheinbar vielen gefallen hat. Und dann habe ich eben wieder allein angefangen. Und Ende des Jahres 2014 gab es dann eben die Kooperation mit dem Kölner Laden Outpost Cologne. Und jetzt stehen wir hier. Tatsächlich würde ich mich eher als YouTuber oder im Yu-Gi-Tuber sehen und nicht als Spieler. Auch wenn mir Spielen Spaß macht und ich natürlich auch immer gerne spiele mit den Freunden, habe ich eben mehr Spaß am Schneiden von YouTube-Videos, am Planen und eben kreativ sein an sich durch Videos. Und das versuche ich halt immer rüberzubringen. Ob jetzt eben hier in Köln oder in meiner Wohnung vor meiner weißen Leinwand. Normalerweise mache ich das Ganze auch noch in Schwarz-Weiß. Moment. Und ich gehe unten rechts in die Ecke, damit ihr mich eben etwas klein sieht, aber eben immer noch ein wenig, um es eben persönlicher zu gestalten. So machen wir auch noch das ganze restliche Video weiter. An sich finde ich, dass das Format langweilig geworden ist, aber auch nur seit kurzem, weil eben man jetzt langsam die Decks kennt und wenig Variation drin ist, immer dieselben Decks toppen und so weiter. Und da freue ich mich eben auf die neue Bandlist, die das hoffentlich verändern wird. Ich persönlich spiele Cliffords schon seit irgendwie einem Jahr und habe damit jetzt auch irgendwie meine größten Erfolge erzielt. Aber ich denke halt auch, dass die Bandlist vor Clifford keinen Halt machen wird und ich deswegen ein anderes Deck suchen müsste. Bin aber noch nicht sicher, was eben dann so spielbar wird. Muss man eben mal gucken, wie es dann so läuft. So, dann die Lieblingskarte. Das ist für mich ziemlich schwer zu beantworten, weil ich das ist ja immer irgendwie nach Design der Karte, Spielbarkeit und so weiter abmessen muss. Und ich habe schon ziemlich viele Decks gespielt oder eben schon ziemlich viel über Decks erfahren. Und auch der Anime spielt da eine wesentliche Rolle. Von daher ist es schwer. Ich zeige euch einfach mal die Top 3 Karten von mir. Und dazu gehören auf jeden Fall die zwei hier, Sonnen- und Monddrache. Das war, glaube ich, mein erstes richtiges Deck, was ich gebaut habe. Und ich finde das Design des Decks einfach ziemlich interessant. Und dann gibt es noch die, das Hauptmonster von Jack Atlas aus dem Anime, den Rotdrachen Erzunterwäldler. Das wären, glaube ich, so meine Lieblingskarten. Ja, was mag ich an Yu-Gi-Oh? Was hält mich an Yu-Gi-Oh? Ich denke, das ist die Community, dass man eben mit Freunden interagieren kann oder mit Leuten, die man eben noch gar nicht kennt und dann eben so Geschichten erfährt. Dass man eben sich gegenüber sitzt, jedes Mal aufs Neue, jedes Match aufs Neue und dann eben neue Personen kennenlernen kann. Damals war es natürlich eher so der Anime und neue Decks bauen, neue Kombos erfahren und irgendwie versuchen, so viel wie möglich in einem Zug zu machen oder sowas. Aber jetzt gerade denke ich, das geht auch vielen so, ist es wahrscheinlich wirklich die Interaktion mit anderen Menschen und dass es eben ein Hobby ist, was eben auch soziale Fähigkeiten pflegt. Die Gegenfrage, was hast du an Yu-Gi-Oh? Was ich definitiv nicht mag, sind auf jeden Fall die Preise der Karten. Das haben viele natürlich gelöst, indem sie einfach die Karten ausleihen können. Diese Option gibt es aber nicht für jeden und diese, ich sag mal, Ungerechtigkeit war mir eben auch schon früher klar, wo ich dann dachte, ja gut, muss man eben in Teams irgendwie eintreten und eben sich ein paar Freunde machen, die irgendwie die Karten haben und wo man die irgendwie günstig ausleihen kann. Aber da gibt es eben so ein paar Vorteile,
je nachdem wie viele Freunde man hat oder sowas, die dann irgendwie schon erfolgreich sind oder bestimmte Karten haben. Und das mag ich, glaube ich, nicht. Für mich wäre es ziemlich cool, wenn es irgendwie gehen könnte, dass die Karten relativ gleich teuer wären, sodass eben die Spielfähigkeiten zählen und nicht eben das Geld und was für Freunde man in dem Hobby gefunden hat. Was ich auch ein bisschen doof finde, sind die viel zu schnell geupdateten Bandlists. Klar ist es wichtig, um das Game irgendwie balanced zu halten, aber für jemanden, der irgendwie Decks entwirft und halt auch im Spielerischen irgendwie tätig sein möchte und nicht irgendwie immer jedes Mal neue Decks entwerfen möchte oder kaufen muss sogar, ist es eben schwer. Da fand ich die Bandlist-Abstände damals schon besser, um ehrlich zu sein. Dazu passend, was würde ich an Yu-Gi-Oh! Ändern, ist eben wahrscheinlich diese Preisregulierung oder Anpassung. Und was ich eben schon cool finde, was Konami jetzt auch macht, sind eben die Booster-Veränderungen, die jetzt 2016 kommen. Das ist eben wirklich was, wo ich sage, ja, gut gemacht. Die Realitäten sind jetzt irgendwie abgeschafft. Ultimate Rares und so weiter gibt es jetzt nicht mehr, Ghost Rares auch nicht mehr. Und Secret Rares sind öfter in den Boostern enthalten. Sowas hilft wahrscheinlich dazu, dass wir leichter an die Karten kommen. Je nachdem, was Konami da irgendwie macht. Also ich denke, da gibt es noch ein paar Geheimnisse, die noch nicht gelüftet sind. Aber an sich finde ich die Idee auf jeden Fall ziemlich gut. Und persönlich würde ich noch ändern, dass Konami so eine eigene Online-Abteilung kriegt oder sowas, die sich dann irgendwie an ein richtig cooles Spiel setzt, ein Online-Spiel für jeden. So eine Art Mischung aus DevPro und DN, so ein offizielles Kartenspiel. Und da eben auch regelmäßig offizielle Turniere veranstalten würde, die halt auch irgendwie Preise irgendwie verteilen könnten. Das wäre ziemlich cool, finde ich. Aber an sich ist doch Yu-Gi-Oh! Ein Kartenspiel, ich meine ein Kartenspiel zu der modernen Zeit mit Internet und so weiter. Und es wird eben immer noch häufig gespielt. Von daher ist es schon mal ein ziemlich großes Plus von Yu-Gi-Oh!, dass man eben nicht so heftig in diesem Internet-Trend verfällt. Und eben noch so ein traditionelles Hobby hat. Also an sich ist die Änderung jetzt nicht so notwendig, aber es wäre bestimmt interessant mal zu sehen, so ein offizielles Turnier zu haben. Außerdem noch wichtig für mich ist die Erlaubnis von Konami, dass man eben auf offiziellen Turnieren filmen darf. Ich habe ja schon zweimal angefragt und wurde abgelehnt, weil sie meinten, das lassen wir generell nicht zu. Obwohl das eben auf der Seite steht, dass man nachfragen darf und so weiter. Man wird so oder so abgelehnt. Und ich denke, es wäre für mich cooler, so einen Vlog zu gestalten, wo man eben was von der Atmosphäre einfangen kann und das eben den Leuten zeigen kann, dass es eben richtig cool ist auf dem Turnier. Und stattdessen sagt Konami einfach, nein, wir wollen die Einzigen sein, die Bilder und Videos zeigen dürfen und so weiter. Und das finde ich halt so ein bisschen, ja, doof gegenüber der Community. Ja, dann mein bester Moment in Yu-Gi-Oh! Ah, das ist schwer, aber ich denke, die alten Zeiten, wo man eben noch ohne Hüllen gespielt hat, ohne Matten, mit diesen totalen Crap-Decks. Ich glaube, wenn man sich zurückerinnert an dieses Gefühl, mit jemandem zu spielen, mit seinen eigenen Karten irgendwie, ich glaube, das war irgendwie das Coolste so damals. An sich hat sich das Gefühl vom Spielen ziemlich verändert, finde ich. Es ist professioneller geworden, klar, man hat Regeln und so weiter. Es ist einfach kein Kinderspiel mehr gewesen. Aber zu der Zeit war es irgendwie das Größte, einfach mit anderen Leuten spielen zu können. Damals haben wir auch ein paar in der Schule gespielt und man hat sich dann halt immer duelliert, so in den Pausen. Und das war irgendwie einfach das Coolste, finde ich. Auch super war natürlich das Gefühl, mal was erreicht zu haben, so Top 64 dieses Jahr auf der Deutschen Meisterschaft. Aber auch hier ist es eben schwer, so einen richtigen Moment zu finden, weil man sich natürlich nicht an alle Duelle erinnern kann. Und ich persönlich finde es halt immer cool, die Geschichten von den Leuten zu erfahren und so weiter. Und wie sie mir dann irgendwie sagen, in den Pausen, was gerade passiert ist in dem Duell, wie sie gerade gewonnen oder verloren haben. Und ich denke, das ist irgendwie das, was mir am meisten gefällt irgendwie. Das sind die Momente, die mich eben begeistern. Die letzte Frage heißt Tipps für andere YouTuber. Aber ich denke, das wäre ein bisschen überheblich zu sagen, dass ich aus meiner Position aus Tipps andere YouTuber geben könnte. Persönlich kann ich aber Tipps an die Zuschauer geben und vielleicht ein bisschen über generelles Verhalten auf YouTube sagen. Ich denke, man sollte halt ein bisschen genauer auf das gucken, was andere YouTuber eben machen. Das heißt,
respektieren, was für Aufwand eben sich die Leute eben machen zum Recherchieren und zum Filmen. Mutig sein, um in der Öffentlichkeit irgendwie was zu filmen oder irgendwie zu fragen, ob man das filmen darf oder sowas. Ich denke, das vergessen viele Zuschauer, die sich dann einfach mal Deckprofiles angucken und zum nächsten Deckprofile gehen. Aber es ist eben auch schon Arbeit, Videos zu schneiden und so weiter. Und da vielleicht noch ein bisschen entgegenkommen und sagen, ja, das ist schon cool, was die da machen und so weiter. Und ich denke, so ein bisschen Support, Unterstützung von eurer Seite aus ist auf jeden Fall ziemlich cool. Was ich mir generell noch von anderen YouTubern wünschen würde, wäre wahrscheinlich mehr Auswahl, mehr Flexibilität. Nicht immer irgendwie Openings sehen oder Duelle oder sowas. Natürlich hält genau das eben YouTube oder Yugi-Tube eher gesagt zusammen, dass man eben weiß, okay, es gibt irgendwie ein neues Duell, ein neues Deck, ich möchte ein neues Deck sehen oder eben wie das Deck angewendet wird. Aber an sich hoffe ich eben noch mehr auf so eine Entwicklung in Sachen fast schon Aufwand, weil ich denke, dass viele ihr Potenzial gar nicht ausschöpfen. Ich glaube, vielen geht es wirklich nur um den Inhalt, den man mit dem Video zeigt und nicht, wie es umgesetzt ist. Es gibt sehr, sehr viele Yugi-Tuber, die mir gefallen und die auch ziemlich gut sind und innovativ Ideen haben und so weiter. Aber ich denke, es gibt viele Anfänger, die eben nur, ich sag mal, nur Openings und Duelle filmen und das ist halt nichts Neues mehr. Das machen die meisten sowieso schon. Also fordere ich von den neuen Yugi-Tubern jedenfalls mehr Kreativität, mehr Innovation, damit das Yugi-Tubing an sich einfach nicht so langweilig wird und eben spannend bleibt. So, das war's dann von meiner Seite aus. Falls ihr noch Fragen an mich habt, könnt ihr natürlich auch eine Nachricht an mich senden und dann werde ich die natürlich auch beantworten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Interview und vielleicht sehen wir uns ja auf meinem Kanal wieder. Danke nochmal an Team Bubble Tea, dass ihr es gemacht habt und ja, wir sehen uns.